Jo, das wird was. Geil. Hau den Boss ordentlich platt. Ich hoffe, ich komme da überhaupt rein. Jo, kurze Lunde reicht für Boss. Let's go. Bin gespannt, was passiert. Erstmal, was ist das jetzt für ein Raum? Was passiert hier in dem Raum? Weil hier kommt ja jetzt eigentlich erstmal nochmal ein Eisenprinz. Eine meiner liebsten Musikstücke hier im Spiel. My loyal Minion. Minion. So, mal sehen, was passiert. Okay, er ist tatsächlich einfach nur einzeln. Maike, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Und, ja, viel Spaß noch und schönes Wochenende. So. Das sind Dumm und Dümmer. Am Sonntag werde ich noch ein Protokoll zu einem Physikexperiment machen. Ansonsten zocke ich die Castlevania GPA-Kollektion durch, die man dich für 20 im E-Shop Switch kaufen kann. Die man sich für 20 im E-Shop kaufen kann. Alles klar. Kitsune, ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend. Auch danke dir, dass du mit dabei warst. Dabei warst. Wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. So. Und wir gehen jetzt ins Finale. Ist eigentlich ganz gut, ne? So, es ist fast 20 Uhr. Eigentlich schön passend fast. Jetzt noch schön Bossfight hinlegen. Und dann Aldende. Was haben wir eigentlich gerade noch so in den Flaschen? Komm, ich will mal den Geist testen. Was kriegt man da Schönes? Ah. Minus Viertelherz. Dankeschön. Okay, wir haben eine Fee. Let's go. Ah. Dim, 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 diddle, dim, dim. Die Hexen, ich finde die so geil. Mit meinen Flammen will ich deine Knochen verbrennen. Und mein Frost möchte deine Seele einfrieren. Meine Lieblingsendgegner übrigens. Die Killer-Omas, genau. Oh Gott. Könnten ein bisschen daneben gehen, oder? Ah. Shit. Jetzt dreht er sich wieder weg. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was war das denn? Okay, jetzt aber. Irgendwie haben die heute kein Zielwasser getrunken. Ja, zum Glück ist das mit den Schultertasten schon raus. Die sind gerade in einer sehr komischen... Hallo? In einer sehr komischen Kombination. Okay, egal. Komm, wir machen mal den. Jo. Die hab ich. Hm.
Also ohne Anvisieren ist, glaube ich, doch besser. Tatsächlich. Ich habe es gerade mit Anvisieren versucht. Das war jetzt nicht so geil. Aber irgendwie, ich war mal bei dem Boss besser. So, erwischt. Jetzt ist doch schon Verwandlung. Oder ist noch einmal? Einmal noch, glaube ich. Na los. Shoot on me. Keiner hat Bock. Hä? Was ist denn mit euch? Keiner mag mich. Keiner will schießen. Tralalalala. Ja klar, da hinten aus der Ecke oder was? Die haben heute alle kein Schießwasser, Zielwasser, Schießwasser getrunken hier. Kein Zielwasser getrunken. Was ist, oh, das kann doch nicht wahr sein. Im normalen Spiel musst du viermal treffen. Ja, dann sollte es ja gleich vorbei sein. So, jetzt komm. Es gibt's doch nicht. Schnarch. So, zack. Irgendwie, die schießen jetzt kürzer. Kann das sein? Dass die kürzer schießen und ich damit weniger Zeit zum Treffen habe? Kommt mir irgendwie gerade so vor. Okay, jetzt. Verwandlung! Sexy Thermohexi! Doppel Dynamic Attack! Hallo? Willst du verarschen? Die Kamera. Was zur Hölle? Du hast gemerkt, die Kamera war noch gar nicht wieder resettet und die hat mich schon angegriffen. What the hell? Bam, bam, bam. Oh Gott. Ich brauch noch mal Eis. Das wird bestimmt der erste Tod in diesem Stream. Ich versuche mal, es nicht zu schaffen, mich zu töten. So. Normalerweise schaffe ich die Treffer los. Normalerweise. Ja, stimmt, ich habe ja noch eine Fee. Adieu, meine Liebe. Wir leben noch, Leute, wir leben noch. Keine Sorge. Wir haben es überlebt. Juhu. Ja, jetzt muss man dann halt nur noch gucken, wie wir am Schattentempel weiterkommen, ne? Irgendwie an dieser einen Stelle. Muss es ja noch weitergehen. Und wir brauchen den großen, den Longshot halt. Ich hoffe halt, dass wir den jetzt bekommen. Beziehungsweise... Vielleicht bekommen wir den auch erst, wenn wir quasi von Zelda... Vielleicht bekommen wir den von Zelda als Item, statt den Lichtpfeilen. Wenn wir alle Münzen gesammelt haben. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also brauche ich doch die Vogelscheuche, okay. Ja, das war halt meine Idee dahinter, dass ich das vielleicht mit der Vogelscheuche machen muss. Jens weiß, wo der Enterhaken ist. Das war jetzt so mein Guess, weil die haben ja so die Position so ein bisschen vertauscht, ne? Die einzelnen Items. Okay, wir bekommen nochmal ein normales Herzcontainerchen. Alles klar. Nummer 18, ne? Ne, Nummer 17 war das jetzt, okay.
Dann bekommen wir noch einen von Schattentempel. Und dann haben wir noch... Warte mal. Herzteile? Wir haben noch keine Herzteile weiter. Okay, dann fehlen noch 8 Herzteile. Theoretisch. Nee, nee, ich will schon selber rausfinden, wo der Enterhaken ist. Im Moment, also ich will jetzt erstmal das letzte Item noch absahen aus dem Schattentempel. Und wenn ich dann das Item... Also ich denke halt, wenn es das Item entweder in Ganons Schloss oder wir bekommen es von Zelda. Die zwei Möglichkeiten sehe ich da eigentlich. Wenn ich es bis dahin nicht finde, können wir da nochmal drüber reden, dass du mir das auf jeden Fall sagst. Wow, haben wir eigentlich alle Skuldis gefunden im Sandtempel? Im Wüstenkoloss? Das müssen wir gleich nochmal auschecken. Du hast es gerade selber gesagt, okay. Dann ist das ja perfekt. Wir gucken noch mal ganz kurz in den Wüstenkoloss rein und schauen, ob wir alle Skuldis haben. Das wäre nämlich ganz geil. Wenn wir da jetzt schon alle hätten. Oh Gott. Karte. Wir haben alle. Geil. Geistertempel ist abgeschlossen, Leute. Schön. Frage ist, haben wir auch hier alle? Da fehlt auf jeden Fall was. Da fehlt was. Da fehlt was. Lost Woods ist abgeschlossen. Ansonsten überall noch Skuldis, Leute. Also da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal ran. Wenn ihr wollt, dass wir 100% machen, das ist natürlich... Na, das ist natürlich dann die Frage. Tempel betreten, also drehen. Also ich gehe jetzt sowieso nochmal kurz in den Schattentempel rein. Deswegen, ich würde den Dreh jetzt nochmal kurz aufheben. Ich weiß gerade nicht die Formel. What is the Formel? For the Schattentempel-Musik. Ihr wollt 100% auf jeden Fall, okay. Ja, Shadow, das war der Deal. 21 Uhr, das ist der Deal. Fertig. So. Miau. So, also ich würde jetzt einmal würfeln quasi für den Schattentempel. Einmal drehen für den Schattentempel. Kein Schild. Und wir haben ja quasi schon alles soweit gemacht. Wir müssen jetzt nur noch auf die Position da laufen schnell. Ansonsten sind wir ja komplett durch. Das ist jetzt auch nicht mehr so viel, was wir im Schattentempel machen müssen an sich. Ich werde natürlich trotzdem meine Strafe einhalten, das ist ja logisch. Ich werde versuchen, das Schild nicht zu benutzen. So. Warum benutzt du nicht bei Tempel rein raus die Magie zur Teleportation? Wie meinst du das? So. Haben wir hier denn eine Vogelscheuche?
Wir haben hier keine Vogelscheuche. Also hier kommt keine Vogelscheuche. Wie komme ich dahinter? Ja, guck mal, ich kann hier oben drauf, ne? Was zur Hölle war das denn? Frage ist, was bringt mir das? Das bringt mir nichts. Da oben ist eine Kuh. Die bringt mir aber auch nichts. Ich habe vergessen, wie es heißt. Sind es Feuer entfernen und dann ist Umarmung und das dritte die Teleportation. Ja, aber... Das ist doch nur, dass mach das hier und dann schwebt das genau an diesem Ort. Und dann kann ich doch erst wieder dann hierher zurückkehren. Weißt du, wie ich meine? Damit kann ich ja nicht raus. Ich komme damit nur... Oder warte mal. Return to the Warpoint, disable the Warpoint. Nö, ich kann nur zum Warpoint zurückkehren. Den habe ich ja nicht gesetzt gehabt. Und es kann immer nur einer gleichzeitig existieren. Das ist halt die Sache. Keine Ahnung, Auge der Weisheit vielleicht mal? Ist auch nix. Meinst du hier unten mit dem Auge der Wahrheit mal gucken? Ui, nee, hier ist auch nix. Ich glaube, wir hatten vorhin auch schon mit dem Auge der Wahrheit geguckt. Auge der Weisheit, ja. Stehe ich nicht. Passiert nix. Wie komme ich dahinter? Kann ich das Schiff irgendwie holen, wenn ich die Glocken läute oder sowas? Normalerweise geht das Schiff ja an, wenn du das Lied spielst. Passiert aber nichts. Ich bin sehr verwirrt. Auge der Weisheit hätte ich damals in der Schule gebraucht. Was sagt denn die Karte? Gibt es... Da gibt es keinen anderen Zugang hin, ne? Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss... Da gibt es auch noch Schatzkisten. Aber das ist ja egal. Das ist auch nichts weiter. Also es gibt auf jeden Fall noch Schatzkisten, aber was bringen mir die Schatzkisten? Die Schatzkisten bringen mir auch nichts. Ich muss irgendwie auf diese Position kommen. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, Leute? Weil hier ist ja nichts. Hier ist nichts weiter. Ich kann hier den Stein nehmen und kann den verschieben? Ne, den kann ich aber nicht verschieben. Den habe ich da reingeschoben, ne? Die Kuh. Die Kuh ist der Sheriff vom Schiff? Kannst du durch die Wand laufen? Eigentlich nicht, soweit ich weiß. Die Kuh holt jetzt das Schiff. Ja, du musst normalerweise auf dem Schiff stehen, dann kannst du das bewegen. Was Unsichtbares sehe ich nicht. Ich habe auch gar keinen Plan. Ich habe keine Idee, was ich machen könnte. Die Kuh mit einer... Ah, das könnte... Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Die fühle ich. Spielen wir Zelda's Lied. Das machen wir auch, ja. Kuh mit einer Bombe treffen hat man schon öfter. Da habt ihr recht. Das kann sein, dass die vielleicht einen Schalter verschluckt hat. Und dann entstehen Dinge, wenn ich die treffe. Die Kuh. Das könnte sein.
Die armen Kühe, ey. Ist aber leider auch nicht so. Okay, Zeldas Lied. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich denke nicht, weil wir haben ja keinen Triggerpunkt. Okay, das funktioniert leider auch nicht. Ey. Ich habe keinen Plan. Aber es ist ja auch nicht so, dass Navi irgendwas jetzt hat, ne? Hier ist überall gar nichts. Nicht eine Sache. Vielleicht Vogelscheuche Polka. Okay, ja, können wir mal probieren. Ich weiß halt nicht anders. Man kommt halt hier oben drauf, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Halt so ein bisschen. Oh Gott. Bucky? Aber ich denke, auch hier wird nichts passieren. Ich check's nicht, ich check's nicht. Okay, warte, eine Idee habe ich noch. Ja, die ist jetzt sowieso gleich vorbei erstmal. Die heutige Session. Wir machen dann einfach beim nächsten Mal. Der Geist kam gerade aus der Wand. Ja gut, der kann aber auch in die Wand rein. Das ist ja normal für die. Die können ja einfach in die Wände rein. Haben wir hier oben vielleicht irgendwo noch einen Schalter, der irgendwas triggern könnte? Schauen wir uns hier einfach nochmal kurz um. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo was. Oh Gott. Nö. Ich habe keinen Plan, Leute. Echt. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ist auch nichts weiter. Ja, der Geist kommt halt. Ja, ihr habt recht. Ich mache jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Lieben. War ein schöner Stream. Wir haben zumindest den Geistertempel geschafft. Und beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wie wir hier dann noch den Abschnitt meistern. Also aktuell bin ich planlos. Echt gar keine Ideen, wie man hier weiterkommen könnte. Man muss auf jeden Fall irgendwie so... Im Brunnen? Gibt es im Brunnen vielleicht einen Weg hierher? Glaube ich nicht, ne? Na egal. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, nächsten Samstag geht's dann wieder weiter. Ich bedanke mich. Und ich wünsche euch auch allen einen schönen Abend und ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.